Moin und willkommen bei den Last Movie Heroes. Heute gibt's wie auch die letzten Tage schon wieder ein Special bei uns. Das machen wir demnächst ein bisschen öfter. Und deswegen gibt's jetzt die Top 13 Most Wanted Horrorfilme des Jahres 2019. Da sind einige interessante dabei. Ich freue mich auf so einige. Und ich glaube, wir starten jetzt einfach direkt mal. Auf Platz 13 und los geht's mit Happy Death Day to You. Der erste Teil hat ja wirklich eine große Fanbase aufbauen können. Es sah super lustig und interessant aus. Du hast ihn sogar gesehen. Ich habe ihn gesehen. Hat mir sogar ziemlich gut gefallen. War lustig, war einfach ein einfacher, gut gemachter, lustiger Slasher. Ja, ist ja so eine Mischung aus Und täglich grüßt das Murmeltier und Horrorfilm, ne? So ungefähr, genau. Und jetzt greift man da wieder die Thematik des ersten Teils auf und ist auch beim selben Tag wie Teil 1, nur dass mehr Leute sterben können, außer die Hauptdarstellerin. Und die muss natürlich vorgebeugt werden und deswegen muss sie sich darum kümmern, dass der Killer schnell erledigt wird und keiner ihrer Freunde stirbt. Genau, Trailer sieht ganz witzig aus, könnt ihr mal reinschauen und wir machen dann einfach mal flugs weiter. Am 4.4.2019 kommt Friedhof der Kuscheltiere in die Kinos. Den Film zum Buch von Stephen King gab es ja bereits, nämlich 1989 ist der rausgekommen. Die Story ist jedenfalls schnell erzählt. Das ist eine Familie mit zwei Kindern, die in ein neues Haus ziehen. Und in der Nähe des Hauses gibt es einen Tierfriedhof. Und direkt daneben mysteriöserweise einen alten Indianerfriedhof. Und der Nachbarsjunge erzählt der Familie dann, beziehungsweise dem Jungen, dass als der Kater stirbt, er ihn doch zum Friedhof bringen kann und dann etwas mit ihm passiert. Was da passiert, müsst ihr dann sehen. Im Trailer sah es so aus, als ob man wirklich schönerweise 1:1 gewisse Aspekte aus dem Buch, was ich sehr, sehr mag, rausgenommen hat und das so umgesetzt hat. Ich finde, er sieht noch ein bisschen unatmosphärisch im Sinne der Beleuchtung aus. Man muss mal gucken, wie es denn letztendlich im fertigen Film wirkt. Und für Stephen King war es auch ein besonderes Buch, weil er mal gesagt hat, er hat es monatelang zur Seite gelegt und es nicht zu Ende geschrieben, weil es einfach zu gruselig ist. Ist doch bescheuert. Ich schreibe doch nicht selbst ein Buch und finde es gruselig. Wahrscheinlich hat ihn das ganz schön mitgenommen. Also wenn du dich als Künstler da rein... Hätte ich ja auch gesagt, ist ja PR. Ich hoffe auf einen gruseligen Film. Mit Child's Play startet ein Film, der leider noch keinen deutschen Starttermin hat, aber schon einen US-Termin, und zwar in den USA kommt er am 21. Juni raus, deswegen vermute ich mal, dass wir hier auch im Sommer mit dem Reboot von Chucky, die Mörderpuppe, rechnen können. Diesmal ohne Don Mancini, und für einige ist das ja fast schon ein Skandal, denn Don Mancini war eigentlich immer dabei, immer am Drehbuch mitgeschrieben und von Teil 5 bis 7 selbst inszeniert, aber die haben sich gedacht, wenn schon kalter Schnitt, dann aber richtig klarer Schnitt und dann lassen wir ihn raus. So kann ich nachvollziehen und Chucky geht eigentlich immer und ich freue mich da irgendwie aufs Reboot, auch wenn ich sagen muss, dass das erste Bild von Chucky, es gibt nämlich schon ein Poster, da sieht er ein bisschen zu glatt gebügelt aus, also so ohne Falten, das sieht so, ja, hat mir noch nicht so gefallen, aber es muss ja noch gar nichts heißen. Genau, Chucky ist einfach eine legendäre Mörderpuppe und wir wollen ihn einfach wiedersehen. Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr speziellen Horrorfilm, das mag ich ja auch immer ganz gerne, nämlich von Robert Eggers. Den kennt ihr vielleicht, der hat zum Beispiel The Witch gemacht. Und jetzt werden wahrscheinlich einige von euch aufschreien, das war ja kein Horror, das war ja furchtbar. Der hat so ziemlich die Gemüter gespalten, dieser Film. Der hat einfach so eine besondere Atmosphäre geschaffen und viele sind in diesen Film einfach mit den falschen Erwartungshaltungen rangegangen und haben ihn deswegen nicht so gemocht. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Über Lighthouse weiß man ziemlich wenig. Der spielt jedenfalls zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Stadt Maine und handelt von einem in die Jahre gekommenen alten Mann, der gespielt wird von Willem Dafoe, der einfach auch nur Old heißt, und auch ein Robert Pattinson spielt mit, der beschrieben wird, das weiß man noch nicht so ganz, als ja, Meerjungmann. Ist das Gegenteil von der Meerjungfrau, oder? Der Aquaman sozusagen. Ja, als ein Mann aus dem Wasser. Der wird so ein bisschen beschrieben als Genre-Mix aus mysteriösen Seefahrerabenteuer und purem Horror. Und angeblich soll dieser Film auch in Schwarz-Weiß rauskommen. Oh. So, im Kalender markieren solltet ihr euch auf jeden Fall den 10.10., denn da startet
endlich, muss man ja fast sagen, Zombieland 2. 10 Jahre nach Teil 1, hat wirklich lange gedauert, wurde schon öfter mal angekündigt und ist auch schon lange geplant. Und jetzt hat es wirklich sehr, sehr lange gedauert. Aber er kommt tatsächlich jetzt im Jahr 2019 endlich mal auf die große Leinwand. Und das komplette Team ist einfach wieder mit am Start. Also egal ob Drehbuchautoren, Regie mit Ruben Fleischer oder Emma Stone, Abigail Breslin, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, die sind alle wieder da und stellen sich erneut der Zombie-Apokalypse. Ich freue mich. Ich fand den super lustig, den ersten Teil. Und vor allem mit dem Darsteller-Ensemble und dem Regisseur kann man eigentlich nichts falsch machen. Du sagst es. Platz Nummer 8 geht bei uns an Ma. Wieder ein Film, über den man ziemlich wenig weiß. Regie führt da Tate Taylor. Der hat zum Beispiel bei The Help die Regie geführt. Und The Help, muss ich einfach sagen, mochte ich richtig gerne. Ich weiß, es ist ein Drama, aber es ist ein Regisseur, der einfach inszenieren kann. Deswegen hoffe ich, dass er es hier auch macht. Der ist mit Octavia Spencer. Mit ihr hat er ja auch schon bei The Help zusammengearbeitet. Hat super funktioniert. Und neu dabei ist jetzt zum Beispiel auch Luke Evans, den man auch aus Beauty and the Beast kennt, oder Juliette Lewis, die kennt ihr auf jeden Fall, nämlich zum Beispiel aus From Dusk Till Dawn oder Natural Born Killers. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr interessanter Cast und bisher weiß man nur, dass es eine Frau gibt und die freundet sich mit so ein paar Jugendlichen an, die sind auch alle super gecastet, was man so bei IMDb sieht, und dann erlaubt sie ihnen auch eine Party zu veranstalten bei ihr zu Hause und dann ist alles gut und irgendwann wundern sich die Kinder oder Jugendliche dann, was sie da eigentlich im Schilde führt. Das klingt ein bisschen so nach Mystery-Horror-Thriller. Kann sehr, sehr interessant werden. Ich bin sehr gespannt, vor allem durch den Regisseur. Ja, irgendwie ist ein bisschen mau mit Starttermin, aber auf jeden Fall geplant ist noch der Kinostart zu Crawl. Das ist der neue Film von Regisseur Alessandro Aja, der auch schon Piranha 3D gemacht hat, sich deswegen hier im Tierhorror-Bereich auskennt oder auch den wirklich sehr harten The Hills Have Eyes. Der was war, man das Remake. Dazu sagen muss, man sieht ja, die funktionieren ja beide und der eine ist komplett so auf Comedy ausgelegt, funktioniert, genau. Und der andere komplett auf Horror. Das funktioniert ja auch. Also er kann beides. Genau. Und produziert wird das Ganze von Sam Raimi und allein das macht das interessant. In dem Film geht es jedenfalls um eine junge Frau, die in einem Haus eingesperrt ist. Draußen wütet nämlich ein Hurricane und das Haus wird dann mit Wasser vollgespült und bringt auch ein paar Alligatoren mit sich. Hört sich eigentlich ziemlich trashig an. Ja, ne? Aber genau, Piranha 3D war auch trashig eigentlich, aber super witzig. Platz Nummer 6 geht an New Mutants und das ist ein Film, der irgendwie keinen guten Start bekommt. Der erste Trailer zum Film, das ist immer noch der einzige Trailer, ist am 13.10.2017 erschienen. Also der Film sollte vor langer Zeit schon veröffentlicht werden und war dann in der Produktionshölle, weil er immer wieder verschoben wurde. Angeblich gab es auch viele, viele Nachdrehs. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, aber irgendwie habe ich immer noch Hoffnung, weil das ist einfach ein Mutantenfilm aus dem X-Men-Universum. Gibt es halt ein paar Mutanten, die mit ihren Kräften noch nicht so wirklich umgehen können und in einer Anstalt gesperrt werden und da versuchen müssen, mit ihren Kräften umzugehen, aber auch beigebracht bekommen, dass sie gefährlich sind. Und das ist eine sehr stringente Horrorstory, weil es da einfach sehr, sehr viele Horrorelemente auch gibt in dem Trailer. Sieht manchmal auch ein bisschen aus wie ein Slasher im Mutanten-Universum. Deswegen muss man einfach sehen, was da rauskommt. Aber der Trailer sieht super atmosphärisch aus. Ich hoffe, es gab nicht zu viele Nachdrehs, dass der Regisseur einfach das machen konnte, was er letztendlich machen wollte. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Film. Wie eigentlich auf alle Filme, die hier Am 18. April, und jetzt sind wir auch bei den Top 5, startet Joronas Fluch. Und jetzt werden sich die meisten denken, was ist denn Joronas Fluch? Noch nie gehört? Ja, hatte ich vorher auch nicht gehört. Produziert wird das Ganze von James Wan und auf dem Regiestuhl nahm Michael Chaves Platz. Und James Wan war so von ihm überzeugt, dass er gesagt hat, hey, mach doch direkt danach auch mal Conjuring 3. Nach einem Kurzfilm war er auf jeden Fall überzeugt, deswegen hat er ihn engagiert. Das ist sehr spannend. Ja, sehr geil. Jedenfalls geht es hier in dem Film darum, dass zwei Kinder verschwinden, so unter mysteriösen Umständen, und eine Sozialarbeiterin untersucht den Fall. Es gibt auch ein Volksmärchen und das ist wahrscheinlich wahrer oder da ist wahrscheinlich mehr dran, als die Leute vorher geglaubt haben. Klingt ganz mysteriös. Mhm. Der Trailer sieht einfach super interessant aus. Viel Suspense steckt drin und so und ich bin mega gespannt. Sieht nach wirklich einem Geheimtipp aus. Jordan Peele beglückt uns auch wieder mit einem hoffentlich richtig guten Horrorfilm. Der hat ja zuletzt Get Out gemacht, der ja richtig abgesahnt hat, sogar bei den Oscars. Und deswegen darf man da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein, wie denn letztendlich Us wird. Es soll darum gehen, dass ein Paar mit ihren Kindern in einer
Hütte ist, in einem Ferienhaus und Besuch bekommen von Freunden. Und irgendwann in der Nacht kommen noch ein paar neue, ungebetene Gäste, die das alles so ein bisschen terrorisieren. Wenn man das so hört, klingt das erstmal nach Home Invasion Film. Ich glaube aber nicht, dass es so einfach wird bei Jordan Peele. Dafür macht er einfach, nicht, weil er wieder fürs Drehbuch verantwortlich ist, macht er einfach zu gute Drehbücher. Witzigerweise ist es jetzt eigentlich auch so, die umgekehrte Story von Get Out. Da sind teilweise nette Leute in ein Haus voller Horror gekommen und diesmal gibt es nette Leute und die Leute, die Bösen, kommen zu denen. Interessant ist auch, auf dem Poster sieht man eine Frau mit einer Schere und das ist eine farbige. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Bösen vielleicht diesmal farbige sind. Das heißt, man wechselt wirklich komplett alles aus dem ersten Teil. Es funktioniert wahrscheinlich dann aber auch nur, weil Jordan Peele als Farbiger das geschrieben hat, weil sonst gäbe es wieder einen Shitstorm mit Political Correctness. Wahrscheinlich. Wie kann das sein? Ach ja, interessant auch noch, Elizabeth Moss spielt auch mit, die man ja auch aus Mad Men zum Beispiel kennt. Noch ein bisschen mehr freue ich mich allerdings auf Glass. Der startet jetzt am 17. Januar in den deutschen Kinos. Ich bin total angefixt. Die Trailer sehen einfach nur geil aus. Und ich gucke mir jetzt aber auch keinen weiteren mehr an, weil ich immer Angst habe, ich könnte ein bisschen gespoilert werden. Und da muss man bei Regisseur M. Night Shyamalan ja auch immer ein bisschen aufpassen. Wobei ich auch hier sagen muss, er überrascht einen immer am Ende mit einem Twist, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat, oder? Nicht immer, aber er schafft es sehr, sehr oft. Wie zum Beispiel eben bei The Sixth Sense oder bei Split zum Beispiel. Genau. Film spielt auch im selben Universum und hier geht es darum, dass Kevin Wendell Crump, mal wieder gespielt von James McAvoy, der auch verschiedene Persönlichkeiten besitzt, in der Gegend rumwütet und Leute killen will, weil die Bestie in ihm quasi Besitz ergriffen hat. Mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht sagen und lasst mich einfach mal vom Film überraschen. Ich glaube, der könnte eine echte, was heißt Überraschung? Jeder freut sich auf den Film, aber ich glaube, der wird das liefern, was er verspricht. Platz Nummer 2 geht an eines meiner absoluten Most Wanted des nächsten Jahres, nämlich Midsommar von Ari Aster. Und alle sagen, hä? Ari Aster, wer ist das? Der hat zum Beispiel Hereditary gemacht, sein Erstlingswerk. Und wenn ihr meine Kritik gesehen habt oder meine Analyse, dann wisst ihr, wie fantastisch ich diesen Film finde. Und deswegen freue ich mich einfach wahnsinnig jetzt auf seinen zweiten Spielfilm, der wieder produziert wird vom Hause A24. Ihr wisst, das ist einfach ein großartiges Studio. Dein Lieblingsstudio. Mein Lieblingsstudio, da hat man einfach kreative Freiheiten. Und Ari Aster bewegt sich diesmal in nicht ganz neues Gefilde, auf jeden Fall verlässt er Amerika, denn die Hauptdarstellerin wird ein bisschen, nicht gezwungenermaßen, also man weiß sehr, sehr wenig über den Plot, deswegen ist es jetzt ein bisschen schwammig. Die Hauptdarstellerin geht mit ihrem Freund nach Schweden und möchte das eigentlich gar nicht, aber irgendwie beschließt sie das dann doch zu machen. Und dort gibt es das sogenannte Midsommerfest und Ari Aster beschreibt das selbst so ein bisschen als apokalyptische Trennungsgeschichte. Es gibt wohl wieder Kulte, diesmal ein Hexenclub anscheinend und für die Leute, die sich da ein bisschen auskennen mit dem Midsommerfest, das ist ein Fest, was in den skandinavischen Ländern gefeiert wird und da gibt es zum Beispiel sehr, sehr kurze Nächte. Also die sind sehr hell, die Tage sind sehr lang und das wird da auf jeden Fall auch Einfluss nehmen. Also sehr, sehr spooky, sehr, sehr hexerisch. Man weiß, wie gesagt, sehr wenig. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich einfach auf diesen Film, weil ich so ein Riesenfan von Hereditary bin. Ich rieche da schon wieder eine Analyse kommen. Bestimmt, kann gut sein. Was Ari Aster aber auch gesagt hat, ist, dass der Film ein bisschen Ähnlichkeiten hat zu Wicker Man mit Nicolas Cage, der eigentlich furchtbar ist. Aber ich glaube, dass Ari Aster einfach einen guten Film machen wird. Das war es erstmal von den 12 Plätzen. Zum ersten kommen wir gleich. Es gibt nämlich noch ein paar andere Horrorfilme, zu denen man auch sehr wenig weiß, aber irgendwie machen die Lust. Zum Beispiel Annabelle 3. Ich kann mit den Filmen jetzt nicht so viel anfangen. Conjuring finde ich geil, mit dem Universum drumherum. Das finde ich ein bisschen schwieriger, aber Annabelle 3 kommt dieses Jahr und da freuen sich einige Leute drauf und die können dann wieder einen schönen Puppenhorror erwarten. Genau, ein anderer Film ist In the Tall Grass, eine Stephen King-Verfilmung, die zweite in unserer Liste, kommt bei Netflix raus und Netflix hat ja letztes Jahr schon so ein paar Stephen King-Verfilmungen umgesetzt und diesmal geht es darum, dass ein Geschwisterpaar mit einem Auto durch die Gegend fährt und dann kommen die irgendwann an ein Feld an und da hören sie einen Hilfeschrei und da gehen sie rein und irgendwie verlieren die sich in diesem Feld. Das ist die Story, ist eine Buchverfilmung, man weiß noch nicht so viel. Wow. Außer
die Leute, die das Buch vielleicht gelesen haben. Ja, die werden mehr wissen. Es kommt übrigens am 20. Juni auch noch Grudge raus und das ist ein Remake vom amerikanischen Remake von Grudge. Also man merkt, dieser Remake-Wahn. Jetzt werden schon von Remakes Remakes gedreht. Das ist ein bisschen absurd, aber auch das ist wieder so ein, ja, ursprünglich ein asiatischer Horrorfilm, der damals ganz gut ankam und auch irgendwie schon fast ein bisschen kultig ist, oder so? Diese ganze The Ring, The Grudge und so. Das war so eine Zeit, wo ganz viele asiatische Horrorfilme noch neu umgesetzt wurden. Genau, war eine coole Zeit und Grudge findet den Weg wieder ins Kino in diesem Sommer. Genau, und der letzte, bevor wir zu Platz 1 kommen, ist Scary Stories to Tell in the Dark. Das ist eine ganz interessante Produktion, weil Guillermo del Toro der Producer ist. Das sollte schon vor 5 Jahren umgesetzt werden und ist ein bisschen sowas wie Es, weil es da eine Gruppe von Kindern gibt, die versuchen müssen, irgendwie die Stadt vor etwas Bösem zu retten. Auch hier weiß man sehr, sehr wenig, aber dadurch, dass Guillermo del Toro so besessen ist, diesen Film umzusetzen bzw. umsetzen zu lassen, darf man, glaube ich, sehr, sehr gespannt sein. Aber da würde ich noch nicht zu viel drauf wetten. Da muss man dann sehen, wenn der erste Trailer rauskommt. Genau, jetzt hast du ja eigentlich schon gespoilert, denn jetzt kommt Platz 1. Ja, und wie du es eben gesagt hast, es ist S, Stephen Kings S Teil 2. Der startet jetzt am 5. September. Endlich in den deutschen Kinos. Die Neuverfilmung der Romanvorlage ist sehr gut gelungen. Der erste Teil hat viele Fans gefunden. Sehr viele Leute waren sehr zufrieden mit diesem Film. Pennywise fand ich cool. Ich fand ihn ein bisschen zu wenig gruselig, aber ich fand ihn trotzdem sehr stark und habe mich direkt auf Teil 2 gefreut und gedacht, geil, ich will wissen, wie es weitergeht. Nach langer Zeit mal wieder ein Horrorfilm, wo mir nicht die Jumpscares auf den Sack gegangen sind, sondern die irgendwie passend waren und die Schauspieler waren klasse. Ich mochte den wirklich sehr, sehr gerne. Ich bin auch ein riesengroßer Fan des Buches, deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen interessiert daran, wie es denn aussieht, gewisse Aspekte des zweiten Teils bzw. des großen Buches in Teil 2 zu packen. Genau, jetzt der zweite Teil, also in Filmform, spielt 27 Jahre nach dem ersten und es ist zurück und der Club der Verlierer muss sich wieder zusammenfinden. Pennywise und S zu besiegen. Genau, so sieht's aus. Der Cast kann sich auch sehen lassen. Also Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader. Ja, leck mich fett. Wahnsinn, für einen Horrorfilm. sieht man auf jeden Fall nicht alle Tage. Genau. Ja, und ich hoffe, dass euch die Top-Liste unserer Most Wanted Horrorfilme 2019 gefallen hat. Sind bestimmt einige Filme dabei, die ihr nicht kanntet, aber es sind auch bestimmt einige dabei, die wir nicht kannten. Und die könnt ihr gerne mal hier unten in die Kommentare hauen.